Addiert 129 und 255 im Binärsystem. Wie geht das sehr einfach? Achso, wie geht das sehr einfach? Ja, klar. Gott, ich kann meine eigenen Aufgaben nicht mehr lesen. Findet ein Verfahren. Also 129 und 255 im Binärsystem. Ich habe die Zahlbeispiele ungünstig gewählt. Das habe ich aber erst später gemerkt. Wir können aber trotzdem auch 129 und 255 addieren. Das ist relativ einfach. Deswegen war das Zahlbeispiel ein bisschen doof. Wir machen es mal, dann nehmen wir noch eine andere Zahl. Also 129 im Binärsystem ist ja, ne, ich habe die 128er, 64er, 32er, 16er, 8er, 4er, 2er, 1er. Also 164, 128, 129 ist 128 plus 1 und sonst lauter Nuller dazwischen. Jetzt addieren wir 255, das wissen wir, das ist 256 minus 1. Also das war die 255, die haben wir vorhin uns schon überlegt. So, wie addiere ich jetzt die beiden Zahlen im Binärsystem? Naja, das ist jetzt wirklich in dem Fall leider relativ einfach. Na, da addiere ich einfach von hinten, also da brauche ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Das mache ich einfach so. Relativ einfach, weil ich hier viele Nuller habe. Dann kann ich ja hier 1 und 1 addieren, kommt 2 raus und dann merke ich schon, ah ja, das setzt sich fort. Ne? Da brauche ich eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mehr viel zu machen. Bis hier. Na? Bis hier habe ich die ganzen Überträge noch mitgenommen und 1 plus 1 ist 2 auch hier, sondern habe ich hier vorne die 3. So, 1 plus 1 plus 1 ist 3 und das ist die 3 im Binärsystem ist 1, 1. Okay. Das war jetzt nicht besonders ja, sinnvoll. Ne? Weiß man, wo liegt das Problem? Kann ich jetzt fragen, was soll die Aufgabenstellung? Also nehmen wir mal eine andere Binärzahl. Nehmen wir mal folgende: 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 plus 255. So. So, wenn ich das jetzt addieren will, dann merkt man schon, ja, das ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger. Also ändert sich an jeder Stelle irgendetwas, da muss ich immer irgendwas anderes machen. Ne? Was kann ich machen? Hat jemand von euch eine Idee? Was kann ich machen, um 255 auf die Zahl oben zu addieren? Sieht jemand die Idee? Wir haben vorhin schon uns überlegt, 255 liegt ja ganz dicht an der anderen Zahl, die sehr viel einfacher ist. Nämlich, wenn ich 1 drauf addiere auf 255, komme ich auf die 256. Na? Das heißt, pass mal auf, ich könnte ja einfach die Zahl da oben nehmen und 256 drauf addieren, also die Zahl, die gerade 1 größer ist als 255. Eine 1 mit lauter Nullen. So, das ist jetzt relativ einfach. Also plus 255 ist kompliziert, weil ich an jeder Stelle irgendwas machen muss. Plus 256 ist relativ einfach, weil ich dann nur eine 1 vorne habe und lauter Nuller. Ich kann also, wenn ich plus 256 rechne, das ist die 256, kann ich einfach ja, die Zahl oben abschreiben und eine 1 vorne dranhängen, ne? Und einfach abschreiben und dann mache ich noch einen Fehler, Mensch. So. Das ist relativ easy. Ja. Jetzt habe ich aber plus 256 gerechnet, also muss ich noch 1 abziehen. Und das machen wir auch gleich. Also hier hinten steht eigentlich eine 0. Ne? Eine 0, wenn ich plus 255 gerechnet haben will. Okay.
Also plus 255 rechnen ist einfach. Ich rechne binär plus 256. Das ist eine 1 mit lauter Nullen. Da brauche ich einfach nur, kann ich hinten abschreiben. Ne? Und dann muss ich noch 1 abziehen. Und so ist es mit jeder Zahl, die dicht an der Zweierpotenz liegt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel plus 1023 rechnen will binär, dann rechne ich am besten plus 1024, weil das ist eine 1 mit 10 Nullen hinten dran. Und dann muss ich einfach nur noch 1 abziehen. Okay, und so gibt es ein paar Tricks, die man im Binärsystem anwenden kann.